Hey, sieh dir das mal an. Ein riesiges Bild. Und die ganze Wand entlang. Unglaublich. Aber was ist das? Es sieht fast aus wie ein Comic. Wollen wir es eine Comicwand nennen? Ah, und da sind wieder diese seltsamen Zeichen. Hoffentlich kann uns der Toad, den wir suchen, damit helfen. Diese Schrift scheint überall zu sein. Okay. Okay. Okay, wir schalten so das Feuerpergamenthorn frei, was natürlich ein Phönix ist. Oh. Tja, das interessiert mich am meisten, weil das habe ich ja schon raus, das habe ich selber rausgefunden. Da bin ich übelst smarty drüber, so. Oh, Verzeihung. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben ihrem Freund die... Was? Die Be... Ah, okay. Wir haben ihrem Freund die Besen... ein besseres Zimmer gegeben. Es ist im Erdgeschoss. In einer unserer Schnäppchen-TM-Suiten. Tut mir leid für die Verwechslung. Folgen Sie mir einfach. Ich dachte gerade so, Besenk? Hä? Ach, Besen. Ah, okay. Interessant, interessant. Du musst das Spiel im 100-Stunden-Stream auf Englisch spielen. Mal gucken. Wahrscheinlich eher nicht so, aber mal gucken. Das war es auf jeden Fall nicht. Ey, hier ist es so angenehm kühl gerade. Es ist total toll. Liebe es. Möchte nie wieder woanders sein gerade. Es ist so schön angenehm. Erste Tür links. Okay, ich habe das Gefühl, eine Falle wartet auf uns. Was ist, wenn wir nicht die erste Tür links nehmen, sondern... Keine Ahnung. Irgendwo was anderes. Was spielt die hier? Ich stehe halt einfach mega auf den Stil von diesem Spiel. Ich finde dieses ganze Papierzeug ein bisschen cool eigentlich. Aha. Ich habe zehnmal hintereinander das Frühstücksbuffet verpasst. Also ich habe auch mal wieder Bock auf so ein Hotel, wo du einfach so all you can eat einfach hast. Und so mit Buffet und allem drum und dran. Stehst halt morgens auf, gehst frühstücken, chillst den ganzen Tag über, gehst abends was essen. Insane einfach. Oh, das ist ja ganz nett hier. Ich möchte Zimmerservice. Schließlich bin ich zum ersten Mal in einem Hotel. Und dieses Bett. Stilvoll, aber gemütlich. Hier könnte ich liegen und mich entfalten. Ah, wir haben doch wohl keine Zeit zum Entspannen. So, hast du hier irgendwas gesehen, was uns helfen könnte, diesen Professor zu finden? Wie wär's mit diesem Gebuch? Mit diesem Gebuch? Forschungsbericht, Tag X. Endlich ein Hinweis. Der Schlüssel zu diesen Geheimnissen der alten Falter? Neulich entdeckte ich einen uralten Schatz. Vielleicht erweist er sich als entscheidend für meine Forschung. Grob übersetzt handelt es sich um Sonnenräucherwerk und es scheint Teil einer Zeremonie zu sein. Forschungsbericht, Tag X. Für einen fairen Preis erhielt ich das Sonnenräucherwerk von einem Sniffit. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde mich nun zum Solaraltar begeben. Was hast du herausgefunden? Sind es seine Aufzeichnungen? Ich kann seine Handschrift nicht entziffern, also musst du mir helfen. Steht da irgendwas darüber, wo er hingegangen ist oder ob er irgendwas mitgenommen hat? Ah, okay, Sonnenaltar. Keine Ahnung, wo das ist, aber werden wir finden.
Was halte ich von Ring Fit? Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ding. Ich selber spiele es eher selten. Wenn ich halt Fitness mache, dann spiele ich tatsächlich eher VR-Zeug. Oh. Okay. Das ist interessant. Crazy. Aber ja, dann spiele ich echt eher VR, also Beat Saber eigentlich, anstatt dass ich mich, Okay, das wird interessant. Okay, es hat geklappt. Auf jeden Fall VR, Beat Saber. Ich habe mir extra so Gewichte für die Arme gekauft, damit das relativ cool wird. Und es geht eigentlich ganz klar. Ja, sich so eine Oculus Quest kaufen und dann einfach nie benutzen, ist schon ein harter Poggers-Moment einfach, Mann. Das ist halt schon... Da denkt man sich so... Kann man machen, einfach. Kann man machen. Aber ich meine halt... Mehr als Beat Saber brauchst du für so ein Ding auch nicht. Das ist einfach so krass gut. Du brauchst nie wieder ein anderes Spiel, außer Beat Saber, Mann. Sorry. Menno, was ist mit meiner Welle passiert? Naja, Springbrunnen-Surfing ist sowieso schon out. Ich gehe auf mein Zimmer und surfe in der Wanne. Cooler Typ. Surfen macht gar nicht so viel Spaß, wenn man das Brett ist. Aber damit ist es vorbei. Ich bin frei und niemand wird mich mehr ausnutzen. Ich bin schließlich für eine Konferenz zum Thema Investition angereist. Irgendwas mit den Pyramiden hier. Aber genug geredet. Hier, das ist für dich. Oh mein Gott! Übelster Poggers-Moment gerade. Nice! Hauen wir einfach mal mit dem Herz raus. Voll gut. Insanes Flöt, würde ich so sagen. Ba ba bam bam ba ba dam. Okay, wo ist hier irgendwas? Wo könnte hier der Toad sein? Wieder in irgendeinem Fenster oder so? Da oben? Keine Ahnung. Floating Insane. Ah, oh, ah. Hm. Hä, wo ist der denn hier? Hm. Oh, was ist das denn Spannendes? Eröffnung demnächst. Na dann. Man ist voller Hoffnung auf jeden Fall. Bam, bam, badadam. Hey, dieser Teil von dem Lied ist so random einfach. Das war halt so null irgendwie. Ich will, dass er Musikwünsche annimmt. Bitte sag mir, dass ich später irgendwie mir ein Lied wünschen kann. Danke für die Hilfe. Das Zimmer ist schick, aber dennoch geschmackvoll. Ich bin möglicherweise etwas auf dem Bett herumgesprungen. Keine Sorge, das passiert ständig. Da fällt mir noch was ein. Ihr Kollege schien ein besonderes Interesse an einem unserer Dekoartikel zu haben.
Ich wollte zwar nicht verkaufen, aber Ihr Kollege war sehr hartnäckig. Also habe ich ihm das gute Stück für einen möglicherweise leicht überhöhten Preis überlassen. Da ich deswegen ein schlechtes Gewissen habe, warum nehmen Sie es nicht auf? Warum nehmen Sie nicht ein? Kostenlos. Okay. Ah, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank. Das ist ein bisschen fies. Es gab nirgendwo ein Anzeichen, dass du den ansprechen musst, um das Ding zu kriegen, oder? Oder hätten sie, wenn, also theoretisch hätte ich jetzt wahrscheinlich da irgendwo hinrennen können. Und dann hätten sie mir gesagt, vielleicht sollten wir nochmal mit irgendwem reden, der uns so ein Ding gibt. Und dann hätten wir so einen Teil bekommen, oder? Also ich habe jetzt zumindest spontan nicht den Drang gehabt, nochmal mit dem Dude zu reden. Und irgendwo ist hier ein... Ach, da oben ist der Toad. Da kommen wir erstmal nicht hoch. Okay, da fällt anscheinend nichts runter. Ist hier irgendwie noch was? Irgendwo? Ach, da oben ist ein Toad dran. Jetzt sehe ich's auch. Muss ich wahrscheinlich voll Karacho gegenfahren oder sowas, ne? Ist das hier der Tempel? Nein, okay. Wo ist dieses Sonnending, wo ich hin muss? Das ist auf jeden Fall ziemlich poggig hier gerade. Da müssen wir wahrscheinlich später nochmal hin. Markus! Hostet mich! Willkommen, willkommen! Wir rätseln uns gerade ein bisschen durch die Wüste hier. Was habt ihr gespielt? Ist das hier der Sonnenaltar? Nee, oder? Ah, das hier ist der Sonnenaltar. Ich verstehe. Retro-Achievement mit Smash 64. Okay, cool. Anscheinend muss ich mein Spiel speichern, wenn sie das schon... Ich finde das immer süß, dass sie sagen, du musst ein Spiel speichern, wenn du nichts kannst, Loser. Aber halt, um ehrlich zu sein, das Spiel kann manchmal echt so einen richtigen Schuss nach oben mit dem... Schwierigkeitsgrad machen, dann bist du einfach fucking tot und kannst nichts dagegen tun. Hashtag dritter Endboss. Was für eine schöne große Müsli-Schüssel. Ein gutes Frühstück ist wichtig. Ah, Moment. Das ist ja Sand. Warum der wohl da ist? Ob wir etwas draufstellen sollen? Oh, da raucht was. Und der Rauch, er duftet wie ein sonniger Tag. Ah, es fühlt sich an, als würden wir einfach in der Sonne liegen und müssten uns um nichts Sorgen machen. Okay. Oh nein, ein Sandsturm. Sitzt mir in der Falle? Ich habe Angst, Mario. Was bloß als nächstes, was wird bloß als nächstes passieren? Oh, sieh dir nur diese Stacheln an. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Es könnte ja ein netter Kaktus sein. Hallo, Kaktus.
was mache ich dir vor? Wem mache ich was vor? Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Schon nice cock. Kann man halt schon so sagen. Okay, ich verstehe. Okay, das verstehe ich hingegen nicht. Dagegen fahren ist richtig doof, oder? Okay, dagegen fahren ist richtig doof. I get it. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin vielleicht ein bisschen dumm, aber so krass dumm bin ich dann nun auch nicht. Oh Gott, schnell ins Auto zurück. Schnell wegfahren. Hat schon ein bisschen was von Mario 64. Oh, Bitch. Kommst du wohl zurück hier? So, geht doch. Ah. Oh Gott. So, okay. Oh, das war's schon. Oder auch nicht. Verdammt. Wie schnell war der bitte? Miau. Pretty dangerous. Schon wieder. Richtig, richtig gut. Hä, das ist voll schwierig. Oh Gott. Oh, das kann nicht euer Ernst sein, Alter. Schon so ein kleiner Bra-Moment hier. Komm raus, Mann. Okay, da droppt die Bitch kein Herz, aber bei allen anderen ist er doch so ein paar Scherzkekse, oder? Da muss ich gleich draufhauen, oder? Aha, na bitte. Ja. Den Thrill mussten wir uns jetzt einfach noch geben.
Oh, sieh dir nur diesen komischen Klumpenschnipsel an. Ich bin gerettet. Oh, vielen Dank. Du wurdest von einem Kaktus gefressen. Wie war das denn so? Nun, insgesamt hätte es auch wesentlich schlimmer. Augenblick mal. Wer bist du? Jemand wie dich habe ich noch nie zuvor gesehen. Bist du einer dieser alten Falter? Sag es mir. Alter Falter, ich verstehe es. Oh Gott. Ich? Alt? Puh. Nein, ich bin nur Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Und was ist mit dem Altar los? Wer war das? Ja. Es scheint, dass die alten Rituale korrekt ausgeführt wurden. Oh, du kannst diese Schrift lesen? Selbstverständlich. Ich bin Gelehrter der alten Künste. Dies ist in der Schrift der alten Kultur geschrieben, die hier einst existierte. Sie zu studieren ist mein Lebenswerk. Endlich haben wir einen Übersetzer gefunden. Ohne wären wir wirklich aufgeschmissen. Ach, ich bin ja so aufgeregt, dass uns jetzt ein echter Professor hilft. Aber vorher noch eine Frage. Was sind denn die alten Künste? Nun, die alten Künste befassen sich mit dem Studium der alten Falter und ihrer Kultur, die hier vor langer Zeit existierte. Der Legende nach soll einer von ihnen noch unter uns weilen. Nach dieser Person habe ich jetzt bereits eine ganze Weile gesucht. Ich habe meine ganze Karriere dem Studium ihrer wundersamen Zivilisation hier in der Wüste gewidmet. Besonders interessiert mich eine legendäre Gestalt aus dieser Zeit. In den alten Texten wird er nur als Kapitän Toad bezeichnet. Uff. Dieser Name sagt mir etwas. Ich komme nur nicht drauf. Ihre Forschung klingt sehr kompliziert, Professor. Aber unser Problem ist auch kompliziert. Die Luftschlange in der Wüste. Moment mal. Können Sie vielleicht mit uns kommen und uns helfen, die mysteriöse Schrift zu entziffern? Das würde uns wirklich weiterbringen. Meinen Forschungen nach müsste sie hier in der Wüste, müssen in der Wüste weitere Hinweise auf den Kapitän zu finden sein. Apropos Hinweise, ich habe gerade diesen Altar untersucht, als ich verschlungen wurde. Es besteht die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ich erneut verschlungen werde, sollte ich meinen Forschungen allein nachgehen. Ah doch, mit Mario an meiner Seite bin ich um einiges zuversichtlicher, was meine Zukunftsperspektive angeht. Aber ich schweife ab. Ich nehme euer Angebot an. Vielleicht können wir gemeinsam das Rätsel des geheimnisvollen Captain Toad lösen. Toll, es ist so aufregend, mit einem richtigen Professor zu arbeiten. Nun, freu dich lieber nicht zu sehr. Die meiste Zeit verbringen wir damit, alte Relikte zu entdecken und durch die Gegend gejagt zu werden. Jedenfalls meine ich, im ersten Stock unseres Hotels recht interessante alte Zeichnungen gesehen zu haben. Sollen wir uns die mal ansehen? Toll, sie helfen uns jetzt schon so viel weiter. Ich bin gespannt, was sie uns vorlesen werden. Okay. Erstmal alles aufsammeln hier. Kann ich ihn mit in mein Mobil hier nehmen? Haha, geht wirklich. Dann, let's drive, Alter. Da, sieh mal einer an. Was ist das denn? Mario, schau doch mal, der Boden hier glänzt. Der archäologische Fachbegriff für etwas ist ein offensichtlicher Hinweis. Vielleicht ist hier etwas vergraben. Mit eurer Hilfe sollte ich an dieser Stelle eine Ausgrabung mit der Schaufel vornehmen können. Stell dich an den Punkt, an dem ich graben soll und drückt unten. Aha, siehst du, was ich meine? Wir sind auf einen Schatz gestoßen. Im weichen Boden wie etwa Sand oder Erde kann ich graben. Okay. Halte Augen offen nach verdächtigen Stellen. Let's go. Hier, das machen wir direkt nochmal. Und dann ist man einfach rich. Das ist ein bisschen süß. Das ist ein bisschen süß. Mit dem, der ist richtig stark. Können wir gleich mal machen. Oh, wir haben einen Hammer gefunden.
Ich hoffe, das wird noch richtig hilfreich. Außerdem kann ich gerade mal hier das Loch noch zumachen. Ugh.